Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Roll P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Party 8. Ja. Geil. Bei Level 3 sind wir jetzt angekommen, obwohl hier noch Level 2 steht. Ich nehme an, das kommt direkt danach dann, ne? Richtig. Ja. Und einfach auf Vorsicht ziehen. Ja. Dann versuchen wir mal wieder mit Tonic auf versuchen, hier zu gewinnen. Wir, du. Ja. Er spielt alleine, müsst ihr wissen. Ich sitze hier nur als moralische Unterstützung dazu. Die zweite Runde geht an Yoshi. Überwältigend. Mach weiter so. Mal sehen, wer in der dritten Runde, wer in der dritten gegeneinander antritt. Es sind. Daisy, oder? Was? Yoshi und Wario. Okay. Jetzt machen wir doch Daisy, glaube ich. Ja. Ein neuer Kampf, eine neue Welt. Haha, hab ich mich erschreckt. Ein Haus, ein verwunschtes Herrenhaus. Schön ruhig bleiben, Kopfdorf. Wir wollen doch unseren Kandidaten nicht unnötig Angst einjagen. Also, alle zusammen. Sternrally. Der Typ, der ist wahnsinnig. Okay, gehen wir los. Das kommt nicht zur Sache. Wir gehen hier hin. König Buhus Horrorhof. Meine Kamera auch schon im letzten Part als. Wir haben es gesehen, aber du hast es ja nicht angefangen, da die Aufnahmesession zu Ende war. Ja. Da war ja was geht. Ein Disponer. Ich zweifle, es dir gefallen. Der Wahnsinn lauert überall. All dies erwartet euch hinter dieser Tür. Vertrackt, versteckt, so ist König Buhus Horrorhof. Ich dachte, da schon verkackt, ey. Du brauchst keine Regeln, ich werde sie dir erklären. Wir Kinderspiel, Würfel. Los, Würfel. Yes. Die Würfel sind gefallen. Ich bin die Nummer 3. Yoshi ist als erster ran. Danach kommt Wario. Irgendwie ironisch, Wario jetzt kommt, ey. Hier ist ein Geschenk für euch, 10 Münzen. Ja, mal gucken, wie schnell ich die wieder verliere. Geht hinein und findet König Buhu. Legt eure Münze für den Stern zurück. Doch wo ist er? Wo versteckt er sich? Hier bin ich, ihr Trottel, direkt vor eurer Nase. Und jetzt bringt mir meine 10 Münzen. Ich hab 10 Münzen. Das dritte Spiel beginnt. Komm mit mir, Bro. Also, ich erkläre es dir. In diesem Spiel hier musst du König Buhu zweimal finden. Und die 2 Sterne abnehmen. Aha. Und das Schöne daran ist, du weißt niemals, wo du als nächstes hin musst. Okay. Alle Räume sind verdeckt. Sowieso wieder. Was also bedeutet, die Karte ist am Anfang an sehr klein, aber wird dann von Raum zu Raum immer größer. Das war eine sehr produktive erste Runde übrigens. Ja. So, jetzt irgendwas größer als 1. Ja. Ja. Mach dir das Haus zu schaffen? Du musst können helfen. Brauchst du was? Wie umsonst? Nein. Dann geh weg. Ja, Münzen. Oh, Solo-Minispiel für dich. Geil. Gewinnst du das Spiel, darfst du einen Pfeil werfen. Also gib dein Bestes. Alles klar. Solo-Minispiel. Ich hätte gern ein neues. Ja, toll, ist nur ein neues. Und du kriegst sogar das neue. Oh. Obstrad. Ja, Yoshi liebt Obst. Ich mag auch Obst. Zwar nicht alles, aber ich mag Obst. Es geht nämlich darum, jetzt musst du dir was merken. Okay. Merke dir, an welcher Stelle des Rads welche Früchte abgebildet sind und wähle sie dann nach der Vorgabe aus. Werden 2 oder mehr Früchte vorgegeben, dann darfst du entscheiden, in welcher Reihenfolge du sie auswählst. Und das Rad wird sich natürlich auch drehen. Okay, ich muss also nicht erst die Banane, dann die Kirsche oder irgendwie sowas hier holen. Wenn mehrere Früchte da sind, dann darfst du es frei entscheiden. Okay. Das werde ich schon schaffen. Ja. Hoffentlich. Im schlimmsten Fall hast du 3 und du musst dir alles ansehen, was jetzt gleich kommt. Okay. Ich werde jetzt mal ruhig sein. Okay. Okay. Orange, Achtung. Muss da eigentlich hier sein. Ja. Du hast recht. Ich habe mir die ersten 3 gemerkt, also muss ja. Die waren nicht abgebildet, also perfekt. Ja.
Ja, sehr schön, du hast es geschafft. Bist ja richtiger Blitzmerker. Ja, ich kann was. Ja. Yoshi kennt seine Früchte. Oder Obst. Ja. Okay, du hast die Chance genutzt, das werfen. Muss man nochmal halten, ne? Mit A gedrückt halten und dann schwingen. Dann wirf! Ja, genau, 20. 20. 10. Ist 10. Aber egal. Und soll gratis. Oh. So, Buch finden. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, was ich noch sagen kann. Es kann sein, dass du in einen Raum kommst, wo eine Falle ist. Super. Aber keine Sorge. Boah, der muss halt natürlich wieder toppen, ey. Aber keine Sorge, du wirst dann einfach nur rausgeworfen. Also ich lege so gut vor, ne? Geh nach links, boah. Jetzt ist natürlich die Frage, wo gehst du lang? Gehst du den gleichen Weg, den er geht, oder gehst du den anderen Weg? Mal schauen. Hm? Ich bin Hipster, ich geh nach links. Du gehst nach links. Oh, geil. Ja. Oh, eine Münze. Ja. Sei stolz auf dich. So lang. Was da unten noch? Nee. Du kannst nichts sehen. Du warst in dem Raum noch nicht. Egal was du versuchst, die Karte wird nicht gezeigt. Nee, ich wollte nur sehen, ich habe nur noch zwei, deswegen. Mhm. Wo ich hinkomme jetzt. Mal nach oben. Bum bum. Oh. So, er kommt jetzt direkt bei Bu wahrscheinlich. Meinst du, dass er bei König Bu ankommt? Hi. Bum müsste ich nicht durch. 10 Münzen könnten Bum umstehen. Ah, sehr gut. Bum gefällt deine Entscheidung. Bitte sehr. Erinnert mich irgendwie an Mario Party 1. So, mal gucken, wo ich jetzt lande. Ich bin auch sehr gespannt. 15. Dann lässt sich vereinfachen. So. Jetzt bin ich da oben. Ich bezahle keine 10 Münzen weg. Hi, was geht? Mich vermisst. Nein. Eins. Nein. Oh, ein Versus-Spiel. Jetzt stehen ein paar Münzen auf dem Spiel. Bist du bereit? Kann er überhaupt spielen? Mit 8 Dingern? Ja. Solange jemand Münzen hat, dann können wir spielen. Das sind viele Spiele. Was spielen wir denn? Wir spielen... um die Balance. Ja, Mario Kart? So ähnlich. Viele machen bei diesem Spiel nämlich einen entscheidenden Fehler. Na, dann die Ballons, die der Farbe deines Wagens entsprechen. Okay. Drück auf die Tour. Los geht's, alles klar. Ja, du musst nämlich selbst lenken. Ja. Und du bist, damit wir sehen können, du bist blau. Also musst die blauen Ballons kaputt machen, nicht die roten. Yoshi ist best Mario Kart Charakter. Auf dem Weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ein Ballon noch, komm. Sehr gut. So, du sagst, Yoshi ist bester Charakter beim Mario Kart? Jawohl. Nee, Metal Mario ist bester Charakter. Niemals. Yoshi ist grün. Der ist ein Dinosaurier. Den gibt's aber auch in anderen Farben. Ja und? Der blaue Yoshi ist besser. Niemals. Weil er blau ist. Nun denn, du darfst Mario ein paar Münzen abziehen. Bist du bereit dafür? Ja. Wo ist immer danach Münzen? Doch, Mann. 5. Ja, doch 5. Nee, nein. 1. Nein, 1. Ja, dann steht er, das ist so auch dann auch für 5 gewesen. Das sah echt so aus, als sei es bei der 5 gewesen, aber. Ja. Wenn das Rat des Schicksals es so entscheidet. Irgendwann ist so ein Spiel gegen mich. Was meckerst du eigentlich rum? So. Wo lang? Das sieht irgendwie so verlockend aus. Oh, ich kann aber längst noch nicht. Münzen. 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 Ja. Ah, du hast ihn gefunden. Oh, sehr gut. Seid ihr mal zufällig? Oder ist er geskriptet irgendwo? Hey, du hast mich gefunden. Ja, und jetzt gib mir einen Stern. Wo sind meine 10 Münzen? Gib sie mir. Ich habe hier einen Stern.
Möchtest du König Mu-Stern verzehnmünzen erwerben? Nein. Ich wollte dir nur guten Tag sagen. Und dann wieder abzicken. Hier ist dein Stern. Ah. Din 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 din. Und da wird ein bisschen kürzer. Vielleicht so einen anderen. Weil wir dieses Mal nicht dauernd unsere Münzen abgezogen bekommen oder irgendwie wieder vom Anfang an. Es wird nicht leicht sein, mich erneut zu finden, um den zweiten Stern in Empfang zu nehmen. Das ist einfach so ein Staubsauger und dann saug ich gleich. So. Jedes Mal, wenn du nämlich einen Stern bzw. in der Falle gerätst, kommst du am Anfang wieder raus. Im Party-Modus wäre es so, wenn jemand den Stern gefunden hat, wird das ganze Haus neu gemischt. Da. Wie kein Stern. Jetzt kommt der auch zum Anfang, oder? Ja. Ah, das, sehr gut. Das ist zum Beispiel jetzt eine Falle. Ihr kleinen Dinger. Was geht, Mario? Ja, was für ein heißer Kampf. Ich bin beeindruckt. Eigentlich nicht. Mal sehen, wie es aus. Mal sehen, wie es steht. Du bist beeindruckt, guckt immer gleich, ey. Wer hätte das gedacht? Das sieht ganz nach aus, als würde ich auf sie gewinnen. Boah, wer? War ja klar. Boah, wer hat das gedacht? Ich habe 25 Minuten Stern. Wenn das so weitergeht, verliert Mario das Spiel. Ich hoffe, er verliert. Wir sollten Mario ein wenig mit die Arme greifen, damit es spannend bleibt. Nein. Er muss unparteiisch bleiben, verdammt. Jetzt als würde ein Schiedsrichter irgendwie ein Tor für die andere Mannschaft spendieren, das geht nicht. Okay, kommt ein Bonbon. Auf das Kreuz! Sehr gut. Also das letzte Mal irgendwie alles schief gegangen, jetzt läuft alles wunderbar. Ich meine beim letzten Mal ist... Ja, okay, doch. Ja, du hast es nochmal gesagt, sag mir einfach, du hattest Pech. Kein Bonus für dich. Ja, dann bist du Pech. Den Grunde kannst du immer noch gewinnen. Nee. Also jetzt los, gebt euer Bestes. Hoffentlich dann Nero. Ich hoffe mal, dass Nero gewinnt. Hey. Neun, sehr gut. Ja. Oh, okay. Ich glaube, ich habe genug Münzen. Also. Brauchst du was? Was hast du? Na, das Herrenhaus hat es ganz schön in sich, was? Oh, sag mal, alles mit dir helfen. Bitte such dir einen Raum. Oh, ich glaube, ich möchte das hier, aber das kostet viel. Werde ich ja wohl irgendwie schon zurückkriegen, wieder. Wahrscheinlich. Ja, er hat nicht viel müssen, also ich nehme an, das hier. Möchtest du einen Dreierbonbon kaufen? Gut. Ich glaube nicht, dass ich in ein oder zwei Zügen jetzt schon Dings finde. Danke und viel Glück, du wirst sie brauchen. Was soll das denn heißen? So, ha, komm, gib mir. Boah. Eine Münze. Aber du darfst noch mal komm das Solo spielen. Ja, komm mir bekannt vor irgendwie. Solo Minispiel für dich. Ja, wir wissen es. Los kommt, dreh die Minispielscheibe. Ja, schon wieder. Hallo, so. Sie sind ja wieder schnell da. Nach zwei Zügen. Ja, komm noch mal Obstrad. Nee, Idealgewicht. Oh Gott, okay. Du hattest alles schon. Okay, reinzischen einfach, ne? Ja, reinzischen. Mit A und B beenden. Okay. Na gut. 285 bis 290, das kriegst du hin. Shit. Jetzt schütte mehr. Shit! Mehr. Shit! Mehr. 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 Okay. Noch ein bisschen. Reicht. So, komm. Und A. Sehr schön. Du hast es geschafft. Ja. Bist du stolz auf dich? Oh ja. Ich hab's, was ist das für ein Dunst, den ich da schütte? Das ist Sand. Das ist Kokain. Ja. Vielleicht sehe ich alle nur mit so einer roten Nase und so. Blut durch träufte Augen. Seconds later. Das geht 20. 20! 10. Boah. Mehr gibt's nicht. Am besten direkt zum Buch gehen. Falls du ihn findest. Du musst ihn ja erstmal finden. Boah.
Landet er jetzt nicht auch genau auf den gleichen? Ja. Oh, eins. Eins. Mario. Ja, ein Solo bin ich, spiel schon wieder. Ich habe heute so viel zu tun. Und hoffentlich verliert Mario. Oh mein Gott. Da muss ich dir jetzt zugucken, wie das macht, ja, ne? Ja. War. Ja, das ist so. Ah, der spielt Stempelitis. Das verkacken die meisten. Ja, ich hab das auch verkackt. Ja, weil du schlecht bist. Los, mach den da. Das ist aber eine schöne Werbung. Dann gucken wir mal zu, wie Wario abstempelt. Selbst wenn er mal nicht irgendwie Smooth Moves macht hier, das ist ein ganzer Papierkram, der erledigt werden muss. Wie viel muss er haben? 20? Okay. Verdammt, das sieht gut aus. Ah. Ja, schafft er nicht, oder? Noch mal eine. Fast. Also. Nee, reicht aber nicht. Schon lange er seit der Bevorkam gemacht hat, wahrscheinlich. Wie viele Punkte bekommt man abgezogen vom Bowser? Drei oder zwei. Ich glaube, dann könnte man einfach nur die ganze Zeit so machen. Ja. Ich glaube, das wird irgendwann reichen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Solo-Minispiel. Tschüss. Ja, ich glaube, der kommt den Dreierringen. Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und ich komme direkt zu dir. Also. Soll sie in dein Verderben oder in dein Glück gehen? Versuche mich gerade zu erinnern. Die Karte nochmal aussah. Die Karte sah, kannst du übrigens da unten sehen. Und überall, wo das X ist, da ist eine Fallgrube. Ach, jetzt ist halt offen alles. Ja, da du ja in dem Raum Räumen bereits warst. Das ändert sich nicht. Die Karte ändert sich nicht. Die bleibt gleich. So, jetzt sehe ich. Also, du warst, wenn du nach links weitergehst, dann warst du noch nicht unten. Bin ich da. Also. 2, 3, 4, rechts, jetzt geht sich alles ab. Kannst du irgendwo sehen, wo ich lande? Nee, ne? Nee, aber du kannst mit Hilfe der Karte, also mit Hilfe der Lupe, kannst du auch in gegangene Räume kannst du auch durchgehen. Okay. Und nur halt in dem, wo du noch nicht warst, da bleiben die Türen verschlossen. Also, aber man kann hier zum Beispiel sehen. Hast du gesehen? Was denn? Wo das Kreuz ist oder was? Nee, nicht wo das Kreuz ist, in dieser Gabelung in der Mitte. Und wenn du da mal rechts gehst, dann kann man auch, glaube ich, schon sehen, dass du nach da und. Da kann man das schon mal so als logische Schlussfolgerung sehen. So, meinst du? Ja. Ja. Also ich würde mal sagen... Ich würde sagen, entweder da oder hier unten vielleicht. Würde ich auch sagen. Ich wollte sowieso da lang gehen, weil hier ist ein Münzding. Ja, also los. Los. Entweder ist es jetzt gleich dein Verderben oder du hast gewonnen. Ja, noch 10. Nur 10! Nice! 10 ganze Dinger. 10 Dinger. Und? Oh, komm mal hin. Das ist eine Falle. Oh Mann. Shit. Es ist keine Fallgrube, wenn ich da nicht reinlaufe. Nein, geht weg. Fass mich an. Anfassen. Sie haben mich angefasst. Wo haben sie sich angefasst? An unanständigen Stellen. Boah, ich habe noch so viele Dinger. Ja. Übrigens, wenn du in eine Fallgrube reinläufst, alle zu deine verbleibenden Züge werden dann einfach weggemacht. Ja, dann hab ich lass dich hier nicht rein. Musst du nicht rein. Boah. Sind ja tatsächlich schon nervig. Ja, könnte es vielleicht noch spannend werden? Ach übrigens. Das habe ich gleich gesagt. Wenn du auf ein Dunkelfeld landest, werden alle Fallgruben verschlossen. Und wenn du dann in eine Fallgrube kommst, bekommst du sogar von Dunkelfeld einen Stern. Oh, geil. Nice, ne? Mario. Okay. Du kannst ja nur oben sein, ey. Ja, irgendwo oben. Meine Münzen. Oh, mal ein Solo-Minispiel. Oh, Solo-Minispiel. Die hatten wir noch nicht so oft heute. Ja, wo geht denn er hin? Ist der echt so doof? Der ist wohl in die Fallgrube. Der läuft genau in die Fallgrube hinein. Meine Münzen wichtig. Diese Sackgasse, bist du blöd? Komm, die Jungs wollen dich anfassen. Denen waren die Münzen so wichtig, ey.
Ja, er ist ja immer ein Geldgeil. Oh, Geld, Geld, Geldgeil. Na gut, danke schön für den Sieg. Noch hast du nicht gewonnen. So was von gewonnen, ey. Was? Also. Eine 10. Geh nicht mal los, ey. Zeig keine 200 voll ein. So, na oben. Ich hatte mal bei Mario Party 3 hatte ich mal so ein Glück, da habe ich bei einem Solo gespielt. Hier hatte ich glaube ich mal so 78 Münzen vervierfacht und hatte dann am Ende 300 Münzen. Sehr gut. Oder auch bei Mario Party 8 hatte ich mal das Glück, 3 meine 7 zu würfeln. Boah. Kein Scheiß. Da mach ihn, ich will Leute noch nicht. Ja, ich muss mal gucken, ich muss es kaufen. Was kauft er sich denn? Er kauft sich einen Flap-Flap-Bonbon. Ja, versuche ich mal zu erreichen. Flap-Flap-Bonbons sind dazu da, um die Münzen zu stehlen. Ja, da muss er mich aber erreichen erstmal. Die Auswahl, die Höhe der Münzen wird per Pfeilwurf entschieden. Aber er muss mich da erstmal erreichen. Nee, wenn er das. Du verlierst sowieso 10, die Münzen. Du musst nach links. Du hast ihn gefunden. Du hast gewonnen. Oh. Wunderbärchen. Du hast mich gefunden. Schon wieder. Und jetzt, wo sind meine 10 Münzen? Gib sie mir. Ich habe ja einen Stern. Möchtest du König Buhus Stern für 10 Münzen erwerben? Gib mir den. Dann lauf damit halt durch, ey. Hier ist dein Stern. Ja, ich mach den und dann lauf ich durch den durch. So einfach geht das. Wird eigentlich immer ein Stern im finalen Boss kommen. Könnte echt nützlich sein in Mario-Spielen. Ja. Ja, es ist fürchterlich, du hast 2 Sterne. Ich bin machtlos, ich verschwinde jetzt lieber. Was? Der Spuk hat ein Ende, wir haben einen Sieger. Ganz richtig, Leute, diese Party hat Yoshi gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich versuche immer nur die Logik hier zu verarbeiten. Oh, ich habe ja etwas, was mich töten könnte. Ich gebe dir halt mal am besten. Oh nein, jetzt hast du ja mehr. Verdammt. Ja, nimm diese AK-47, aber er schießt mich damit nicht. Okay, sehr gut. Sieg! 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 Dann wird gespeichert. Oh. Yeah, du hast Level 3 gewonnen. Oh, bist du stolz auf dich? Oh ja. Oh, wie viele Minuten hast du dafür gebraucht? 22 Minuten. Ja, das ist doch ein hervorragender Abschluss. Du hast gewonnen. Yeah. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Brett wieder. Tschüss.